So, ja, na, herzlich willkommen zurück zu Guapi TV. Das ist jetzt hier der 10. Part von Nuke mit jeder Waffe. Das ist die Nuke mit der MP5K. Oder ich weiß nicht, ob die MP5K oder MP5 einfach nur heißt. Mit Schalldämpfer habe ich sie gespielt, dann Plünderer, Feuerkraft und Lagebericht. Auf der Map Skid Row, Herrschaft. Skid Row ist, glaube ich, mit einer der schwersten Maps, wo man Nukes machen kann, es sei denn, jetzt bauen wir ja. Aber sonst ist es relativ schwer. Vor allem, wenn der Heli einfach über die Häuser drüber geht, weil die sowieso die meisten immer an den Häusern drin sind. Und immer am Hacklischen sind, hinten bei der Treppe und kennt euer. Ja, als Secondary hatte ich, weiß ich gar nicht. Ich schätze mal Magnum oder so eine Scheiße. Und dann ins Abschussserien, Harrier, Chopper Gunner, Nuke. Und das ist halt der Anfang der Maschinenpistolen. Oder der SMGs oder der MPs oder wie ihr sie nennen wollt. Und als nächstes kommt die UMP. Die UMP Nuke, die habe ich auch schon alle fertig. Deswegen müsste es eigentlich alles kein Problem sein, die hochzuladen. Nur halt von der Zeit her, ob ich jetzt Zeit und Lust habe, zu rennen und hochzuladen, aber das passt schon. Dann, ah, ich glaube, ich habe mir vorher ein Thema raussuchen können, aber wobei, ich habe ein Thema. In dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, ist es, glaube ich, 4 Tage her oder 3 Tage her. Da war ein Flugzeugabsturz. Kennt ihr bestimmt, wo 150 Leute gestorben sind. Davon ein paar Austauschschüler dabei aus Deutschland. Also, mich hat es am Anfang, also wo das halt kam, das Flugzeug abgestürzt, fand ich das ein bisschen überdramatisch. Meiner Meinung nach, was die da gemacht haben. Immer direkt Schweigeminute und Flaggen auf Halbmast setzen und lieber Lob. Also ich fand es ein bisschen zu krass, weil es sterben jeden Tag tausende Menschen. Es werden auch jeden Tag tausend Leute hier erschossen oder alles drum und dran. Dann darüber beschweren sie sich auch nicht und heulen auch nicht die ganze Zeit so rum. Und ja, da machen die über so 150 Leute so ein großes Drama. Aber dann hat sich ja nachher herausgestellt, dass der Co-Pilot, der Pilot ist rausgegangen, der muss auf Toilette. Dann hat der Co-Pilot den Senkflug eingeleitet. Und dadurch sind halt, dann ist er halt, hat quasi, hat sich halt umgebracht. Mit voller Absicht, also er ist nicht eingeschlafen, gar nichts, er war auf jeden Fall noch wach. Haben sie dann über diese, ich weiß nicht, hat die Blackbox oder so heißt die halt, haben sie halt dann bei den Trümmerteilen die Blackbox da gefunden mit der Audioaufnahme. Und der hat auch nachher den Piloten nicht mehr reingelassen. Und das heißt quasi, der hat halt Selbstmord gemacht und sowas finde ich dann schon schlimmer, wenn man ja sich selbst umbringt und dann so viele Leute mit umbringt. Ich meine, wenn man keine Lust mehr zu leben, dann sollte man ja, vor den Zug springen, sich erhängen, erschießen oder sowas, aber nicht noch 150 Leute mit in den Tod reißen. Weil die können ja nichts dafür. Und ja, also ich fand's ziemlich schlimm, was da passiert ist, aber ihr könnt mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, das war es ja schon vom Gameplay. Würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.